Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem dritten und vorerst letzten Mobile Game, das ich so spiele, und zwar handelt es sich um Clash Royale. Ich weiß, früher habe ich auch Clash of Clans gespielt und auch auf YouTube gezeigt, so wie Clash Royale. Oder Royal. Aber ich habe lange Zeit keine Handygames mehr gespielt. Da ich aber im Moment immer wieder Wartezeiten habe und auch ab und an den Zug und sowas fahre, sind Handygames gerade die perfekte Abwechslung für mich. Und ich denke auch wieder ein gutes Mittel, um zusammenzufinden. Es gibt bereits eine Gilde oder Community, und zwar die Dummbabbler. Nur war die ganze Sache schon etwas länger inaktiv. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, vor einem Jahr das Spiel mittelmäßig stark verfolgt. Eigentlich nur, weil ihr gesagt habt, macht das mal. Ich habe ja eigentlich hauptsächlich Clash of Clans gespielt. Habe jetzt aber wieder festgestellt, dass Clash Royale doch schon ziemlich nice ist. Und darum bin ich doch wieder back on the Stizzle. Ich denke, ich werde einfach mal alle hier rauslöschen. Es ist ja niemand mehr da, der irgendwas macht, nehme ich an. Ich sehe keine Spenden und im Chat steht auch nichts. Ist jetzt wieder leer und für alle betretbar. Ich glaube, ich habe kein Limit oder sowas reingesetzt. Ja gut, doch, benötigte Trophäen 200. Vielleicht könnte man da sogar noch ein bisschen hochgehen. Wichtig ist natürlich, dass es nicht so wie letztes Mal endet, dass die Hälfte inaktiv ist und wenn wir was machen wollen, passiert nichts und hin und her. Darum werde ich dieses Mal schauen, dass ich recht schnell einen fähigen Ältesten, oder wie das hier heißt, beauftrage. Oder mehrere fähige Älteste beauftrage, falls der Clan wieder so brutal schnell voll wird wie letztes Mal. Die dann das Ganze im Auge haben. Weil für mich allein ist es dann schon schwierig, so viel zu managen. Ja, aber ist sicherlich verständlich. Ich denke, diese Posten sind wahrscheinlich wie immer sehr begehrt. Aber zum Anfang der Sache werde ich erstmal was öffnen. Zack, Gold, verstehst du, Lakaien, Musketieren. Was, nur zwei, drei Dinger da drin? Echt? Ja gut, sind ja nur die Silbernen da. Meine aktuellen Karten sind diese hier. Das ist so das Set, mit dem ich gerade ziemlich viel gewinne. Auch bei diesen Duo-Kämpfen, wo ich übrigens richtig Bock drauf habe, mal mit euch ein paar Duo-Kämpfe zu machen. Man kann ja mit Freunden zusammen Duo-Kämpfe machen. Aber jetzt gibt es ja erstmal ein paar Kronen zu sammeln. Komm, ich mache mal direkt Duo-Kampf mit einem Random. Die machen irgendwie ein bisschen mehr Spaß als die Solo-Kämpfe. So, was macht er denn? Okay, hallo, kann ich auch mal was machen? What the fuck, man? Die können einfach direkt... Alles klar. Die können direkt schon ihr Zeug planten und ich... Und ich gammel hier rum. Hallo? Easy peasy lemon squeezy. Ich denke, das war ein guter Start für uns. Schön, dass die alles gesetzt haben. Ich denke, der erste Tower sollte down gehen. Naja, nicht wirklich. Aber der Angriff oder der Gegenangriff ist natürlich lächerlich jetzt von ihnen. Oh, sehr gute Idee mit den Viechern. Ich habe früher sehr gern dieses Kobold-Häuschen genutzt. Aber irgendwie habe ich das hier auf dem neuen Account noch nicht genutzt. Freigespielt hätte ich es, aber ich will bei meinem Set bleiben im Moment. Also ich schnitzel mal den Kerl da weg. Das erste Türmchen haben wir schon erledigt. Und, oh, hat er da die Dicke? Die Frau, die Dicke. Ja, komm, dann mache ich erstmal so. Und dann folgt der Riese. Jetzt reißen wir nämlich direkt den zweiten ein. Oh, Schweinerei. Das kann er doch nicht machen. Er schießt einfach mit seinem Feuerdingens auf uns. Ja, wie er sich aufregt, das kann ich machen. Nee, ich mache kein gemeines Gesicht, weil ich kein Barstutt bin. Ich fühle immer mit, vor allem wenn ich selbst verliere, dann fühle ich ja meistens mit. Tja, ich glaube, da wird es mal wieder Zeit für einen saftigen Schuss ins Blaue. Ziemlich gebeutelt. Die sind ziemlich gebeutelt. Ach ja. Ach so. Oh. Jetzt kommt sogar ein, so ein Knilch. Wie heißen die nochmal? Das Geräusch ist einfach der Hammer. Das habe ich komplett vergessen gehabt, wie geil das war. Na Allah, baba, bitch, baba. Ich würde sagen, der ist quickt, beziehungsweise die beiden sind quickt. Oh, 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 nein, 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 nein. Den drücke ich jetzt davon. Wieder greift nicht mein Knilch an. Ach, scheiße. Das habe ich jetzt ein bisschen blöd gemacht gerade eben. Okay, kein Problem, kein Problem. Oh nein, jetzt kommt er noch mit sowas hier. Auf komm, ich will alle drei Kronen. Nein. Lieber safe win. Wieder hinten irgendwas draufholzen. Na! Und die haben gar nichts. Komm, ich mach gutes Spiel. Ich bin einfach jemand, der halt am Schluss sagt, GG, oh, er ist gegangen. Silvana, wir haben so gut zusammen gespielt. Letztens habe ich einen gehabt, der hat die ganze Zeit mit mir gespielt. Der wollte einfach nicht gehen. Jetzt mache ich nochmal kurz ein Spiel alleine. Mal gucken, ob ich auf die Fresse bekomme. Also, es ist bei mir eigentlich grundsätzlich so, dass ich 2, 3, 4 Spiele am Stück gewinne und dann genauso viel wieder verliere. Sehr selten verliere ich aus Unfähigkeit, sondern meistens einfach, weil die Leute Glück haben. Ne? Die haben halt brutales Glück. Naja, also das ist dieses Kartenglück, Kartenpech. Es kommt halt gerade genau das, was du nicht brauchst. Und bei ihm kommen die ganze Zeit die Guten. Aber auf der anderen Seite kann man sich die auch zurechtlegen. Also ich will jetzt nicht hier von Glück oder Pech reden, wenn ich doch einfach nur unfähig bin. Aber das ist schon mal ein fieser Angriff hier. Da konnte ich echt nicht viel gegen machen.
Nein. Shit, Mann, die Hexe ist immer noch da. Ab und an hat man einfach diese geilen Runden, wo der Gegner irgendeinen Scheiß direkt am Anfang macht und du deswegen einfach dann easy diesen Angriff abwehren kannst und gewinnst. Oh, fuck, jetzt hat er auch seine Skelettarmee. Aha. Er hat noch eine. Guck mal, warum hat er jetzt noch eine? Kann man zweimal das gleiche haben? Nee, oder? Nee. Oh Gott. Na, ja, das wird ein echt ekliges Spiel. Da muss ich jetzt ein bisschen schwitzen, ne? Direkt die Bogenschützin dahin. Vielleicht kann ich jetzt so ein bisschen... Jawohl, die kriege ich auch noch down. Komm, weiter. Jetzt holen wir noch Ihmchen dazu. Na, ich hätte auf die Olle hier warten sollen. Die ist krass. Wenn die am Schluss übrig bleibt und noch auf den Turm schießt, das rockt ultra rein. Alles klar. Komm. Zack. Papa! Scheiße. Er hat scheinbar keine Fernkampfwaffen, also keine Sachen, die er absetzen kann. Beziehungsweise abschießen kann. Absetzen kann er alles. Oh, das war schon mal nice. Alles klar, da hat er einfach nochmal so eine Pissarmee. Jetzt wird's spannend. Komm, wenn ich jetzt gute Karten habe, also wortwörtlich gute Karten habe, dann läuft's. Komm, weiter. Jetzt noch die Dinge hinterher, aber hier drüben. Oh nein. Er hat auch gute Karten gehabt. Shit. Och, er spawnt hier echt noch was. Ich dachte, er will jetzt den Kerl da drüben aufhalten. Okay, komm. Alles klar. Ich gebe alles, um sein Türmchen down zu kriegen. Aber das wird nicht reichen. Oh. Kronen-K.O. Fuck, ich dachte, das wäre jetzt einfach, unentschieden. Scheiße. Okay, das krieg ich hin. Oh, fuck. Nein. Scheiße. Komm schon! Oh! Ich habe ihn echt gefistet. Gutes Spiel, mein Sohn. Gutes Spiel. Best Storm. Royal Legends. Wahrscheinlich irgend so ein total schlechter Clan. Oh. War das knapp. Ja! Eine goldene. Das sind die Gute. Oh, Leute. Bald hagelst die Magietruhe. Ich sag's euch im Gute. Das war jetzt wirklich actionlastig. Ich hab ein bisschen geschwitzt. Ich denke mal, es ist instant verständlich, warum mir Clash Royale so gut gefällt. Also, wie gesagt, der Clan ist offen. Die Dummbabbler. Und hier ist unser Kürzel... Raute 2QVV9PL. Ihr könnt ab 200 Trophäen rein. Ich glaube, 200 Trophäen hat man easy. Man muss nur 1, 2, 3 Kämpfe gewinnen. Man bekommt wie viel immer? 100 Millionen oder so? Ich habe ein paar Kämpfe jetzt gewonnen und, okay, 48 und hab 1000, aber 200 müssten ja locker drin sein, oder? Oder kommt, wisst ihr was? Ich mache am Anfang das Ding einfach mal runter auf 0. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Da sind überall Sachen zum Ohr drücke da. Playlist, der Scheiß, das. Zickzack.